Wow, schon wieder da. Bin ich schnell. Wir gehen hier auf die andere Seite noch. Ja, das Eisen lassen wir mal. Noch eins. Wir nehmen das Obsidian mal raus. Tun lieber ein bisschen Gold mitnehmen. So. Dann haben wir das verloren. Nein, es ist immer noch. Okay. Eine Schlucht mit sehr vielen Diamanten. Schade, hier nur eins. Drüben ist noch eins. Kommen wir hier irgendwie nach drüben? Ja, wir haben noch mehr Stein plötzlich zur Verfügung. Sehr schön. Wir bauen uns hier am besten mal nach oben und sehen wir, wo die Schlucht uns herausführt. Nein, nicht so. Und es regnet. Mist. Diese Richtung. Wir haben ja jetzt die Sattel und die Chocobos sind sicher dort hinten. Wir werden uns hier mal ein paar Chocobos fangen. Kann man dann gut sichten. Die Chocobos können wir ja nicht hier rein tun. Anfangen. Wir machen es dann natürlich größer. So. Diese nehmen wir mal zum Hinsetzen. So. Die können wir nicht hinsetzen, nein. Alle eigentlich sonst nicht. Könnten es vielleicht noch sein? Nein. So. Die Ore-Berries haben wir hier oben getan. Aufpassen, dass wir nicht runterfahren. Hier. So.
Schon mal. Gut. Dann nicht vergessen, Leitern machen. So, hier kommen nur Goldbrays rein. So. Hier sind es keine. Was kann man eigentlich aus diesen Essenzen so machen? Können wir schauen. Die Sattel brauchen wir ja. So. Zuerst das Zeugs rein. So. Okay. Die könnten wir auch noch ein paar bisschen sortieren. So. So. Ja, jetzt schauen. Aha, eine Enderperle. Das andere Zeugs haben wir jetzt nicht mehr dabei. So, zwei Sattel, sehr gut. Ja. Ah ja, das Ding. Das Essen. Für die Chocobos. Ja, wo ist das? Güsal. Einfach mal eins mit und suchen dann noch ein männliches. So. Gut. Komm mit. Wir schauen noch, wo das andere ist und ob das auch ein Weibchen ist. Ja, es ist auch ein Weibchen. Schade, schade. Aber so können wir schon mal weit rennen. Wir erkunden mal die Gegend ein bisschen hier herum, ob es nicht ein männliches irgendwo noch spawnt. Ah, hier wären Kühe gewesen. Das bist du gewesen? Okay. Ja, du. Oh nein, der Baum brennt ganz ab. Das ist eine Falle. Da unten hat es nämlich noch ein Gold. Dann fällt das hier alles runter. Und hier oben ist Lava. Das fällt das Lava runter. Aber das ist irgendwie ein bisschen kaputt. Das sieht man, weil dazwischen und zwischen dem Gravel Stein war. Also es wird wahrscheinlich nicht ganz reichen. Das größte Problem ist jetzt, wenn wir ein Männchen sehen, können wir es nicht nach Hause bringen. Darum gehen wir eigentlich jetzt noch zurück. Und rennen lieber zu diesem Chocobo. Ja, ja. Irgendwie ist gerade ein bisschen alles langsam. Hat ja wieder seine Probleme, seine Tage. Okay. Wir gehen außen herum. Okay, hier gibt es auch noch eine Schlucht, sehe ich auf der Karte. Ich hoffe, das Chocobo verhungert nicht. Hier ist alles ein bisschen
komisch. Ja, ich weiß. Oh. So. Komm, ess mal was. Kannst du nichts essen? Okay, dann kommst du aber bitte jetzt endlich. Wo steckst du denn noch fest? Ich sehe nichts. So, jetzt. Kann ein bisschen fliegen. Ein bisschen schweben. Okay. Schade, dass hier nichts ist. Ich hoffe, die spawnen irgendwann auch mal noch. Sonst müssen wir echt hier auch nochmal cheaten. Das will ich nicht. Ich will eigentlich gar nicht cheaten. Wenn alles so gezwungen wird. Früher, da hat man alle Tiere relativ in der Nähe. Aber heutzutage wird alles immer wie schwer. Ich finde es richtig blöd. Das Chocoboss scheint nur eins hoch zu sein. Und sonst durchlässig. Also sind komisch. Okay, wir haben eins mal geschafft. So. Ja, dann hole ich mal das Chocobobadia. Und nenne es um, weiß nicht. So haben wir hier so Zeugs drin. Ja. Also, Sattel lege ich mal rein. Und jetzt brauche ich noch das Chocopedia. Wo haben wir das hingetan? Ah, das war ja grau. Stimmt. Ich suche rosarot wie im Original. So, hallo. Stay. Kann brüten, okay. Rename. Pupu. Chokina. Jeder nennt das Chokina. Jetzt steht es fest. Oder? Gehen wir mal hier rüber. Wenn es mitkommt. Okay, es steht fest. Gut. Er steht an seinem Platz. Ja, es ist gut. Nein! Irgendwo ist wieder ein Meteorit eingestürzt. Hoffentlich darf das andere Chocobo. Auf der Map sehe ich gerade nichts. Wir müssen diesen Meteoriten suchen. Und finden. Das ist ganz klar. Dort ist braun. Was ist das? Ah, hier ist ja das Chocobo. Aha! Das ist unseres. Okay, dann müssen wir doch das andere nehmen. Chocobedia. So. Stay. Jetzt sind wir hier drin. So. Also wir gehen mal zu diesem braunen Fleck dort. Dort oben ist auch ein bisschen braun.
Hm. Ja, das ist schwer. Zu finden. Da oben ist rot. Da oben ist etwas rot. Ist das ein Lavasee oder ist das der Meteorit? Also wir gehen zuerst zum Braunen. Das Braune ist hier dieser Eingang. Oder noch ein bisschen weiter hinten. Ah, dieses Haus. Kommt ja alles vom Himmel, was ist denn los? Schon zu spät ablassen ist. Oh, wieso muss er auf den Baum rauskommen? Unterstürzen. Verstehe das nicht. Also dort ist ein Turm, scheinbar. Oh, diese. Ich mag das gar nicht, wenn so dicht der Wald ist. Er kann ja normal sein, hohe Bäume, aber das sind so tiefe Bäume. Okay. Hier ist der Turm. Gut. Hier drüben ist der Meteorit runtergekommen, ja. Und ist das ist nur ein Lavasee? Ich denke, das ist jetzt mal nicht der Meteorit. Oder es ist einfach ein Lava-Meteorit. Kann auch sein. Also gibt es überhaupt Lava-Meteoriten? Hat er irgendwas hier unten? Oder was? Ich denke, das ist mal nicht der Meteorit. Hm. Rätsel, Rätsel. Wo könnte er sonst runtergekommen sein? Da ist ein anderer Baum. Da ist nochmals ein anderer Baum. Da! Was ist das? Das sind nur Blumen, oder? Ich denke mal, das sind nur Blumen. Also dieser Baum haben wir. Das ist ein roter Baum. Dann. Hier drüben ist noch ein dunkler Baum. Das ist wahrscheinlich dieser Baum. Ja. Okay. Dann gehen wir mal zu diesem. Gehen wir mal. Dort ist was runtergekommen. Rote Büsche. Wir gehen jetzt mal hier drüben zu diesem großen Baum. Hallo Hundi. Bei dem waren wir schon mal. Scheinbar. Ja, das ist einer, den wir leider lavatisiert haben. Oder wie man sagen soll. Weil diese Schlucht dort oben hat es rote Sachen.
sind das für Teile? Aha, das sind Büsche. Okay. Hier irgendwo auch. Ah, das sind. Das sind die. Ja. Okay. Und wo ist jetzt der Meteorit? Schauen wir nochmals. Das sind die Bäume von diesem Teil. Dort ist ein großer Baum. Rätsel über Rätsel. Wir gehen jetzt einfach mal in diese Richtung. Hier ist noch ein Friedhof. Also eine Explosion war zu hören, also es war ein Grummeln, es müsste einer gewesen sein, ein Meteorit, oder explodieren die auch in der Luft, hat der Abwehr den zerschossen. Wo war das? Das war hier hinten. Das sind diese Pflanzen, okay. Und hier drüben ist auch noch etwas. Es sind überall Kühe plötzlich. Und ich habe sie entschieden, okay, das waren die Kühe von hier. Ah, Sonnenblumen. Also Meteorit scheint nicht runtergekommen zu sein. Könnte der auch weiter weg sein? Ich weiß nicht, wie weit die zu hören sind. Ja, irgendwann werden wir ihn schon mal finden. Ja, also hier bei mir ist nichts. In der Nähe von unserem Zuhause ist nichts. Na, da bringt es eigentlich nichts. Hier sind zwei Dörfer, cool. Ah, hier ist noch eine Schneelandschaft. Ja. Gehen wir das nächste Mal in die Schneelandschaft. Und sonst. Ja. Okay. Ja, das ist der andere Meteorit. Also sollte der irgendwie so groß sein,
Das ist ein Friedhof. Ja, ich weiß nicht. Gehen wir zurück. Und beenden diese Aufnahmesession. Mit einem Rätsel. Okay, können wir diesen Kürbis hier noch anpflanzen? So. Ja. Nicht gerade gut, wenn wir so viele Meteoriten runterstürzen hören. Na, egal. Wo haben wir den Ding schon wieder hinplatziert? Glaube ich ganz oben, ne? Hä, wieso ist hier? Wieso ist der Baum hier kaputt? Der ist aber nicht hier runtergekommen, oder? Komisch. Aber wahrscheinlich sind die Blätter dann einfach abgefallen. Hier habe ich mich hochgebaut. Ich muss schon nochmals überprüfen. Ich muss ganz, ganz sicher sein. Ja, er ist da oben. Ja, dann ist er nicht gut. Wir sind hier geschützt. So, da können wir die Kühe nochmals füttern. Dann ist gut. So. Kommt alle zu mir. Ihr zwei noch. Und ihr. So. Hühner. Du mit? Ja, dann bleibst du halt du da. Ist mir egal. So. Und Eier habt ihr nicht gelegt. Okay. Mir egal. Ja, ihr. Ihr kommt jetzt nicht mit. So. Also, dann sagt Hundi bye-bye und ich auch. Und ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.